Wie groß ist die Selbstinduktionsspannung, die beim Ausschalten des 2 Ampere starken Stroms in einer Spule der Induktivität 0,2 Henry auftritt, wenn die Stromstärke innerhalb von 10 hoch minus 4 Sekunden auf 0 Ampere sinkt? Hier die Situation, der Strom wird abgeschaltet. Die Variation Delta I der Stromstärke beträgt 2 Ampere, denn der Strom sinkt ja von 2 Ampere auf 0 Ampere. Die Induktivität der Spule, großes rundes L, beträgt 0,2 Henry. Die Dauer des Abschaltens, Delta T, beträgt 10 hoch minus 4 Sekunden. Wir suchen die induzierte Spannung, die wir in Volt ausdrücken. Und um sie herauszufinden, nutzen wir diese Formel. In dieser Formel ersetzen wir das große runde L, die Induktivität, durch 0,2, Delta I durch 2 und Delta T durch 10 hoch minus 4. Und so finden wir als induzierte Spannung minus 4000 Volt. Das Minus stammt aus dem Gesetz von Lenz.